Ei, ihr dreckigen Landratten! Arr. Willkommen zurück auf dem Dampfschiff von Let's Play Grandia! In der heutigen Folge, und man hatte mich so ein bisschen vorgewarnt, lieber Lord Weißbrot, dass es ab jetzt ein bisschen zäh wird oder langatmig auf dem Schiff. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es sein werden, aber ich beginne diese Folge mal, bevor wir wieder nach oben gehen zum Schrubben oder Stricken oder Kartoffelschälen, mal mit ein paar Leuten hier auf dem Schiff zu reden. Das ist die Dampfmaschine mit dem meisten PS auf der ganzen Welt. Cool, darf ich mich mal umsehen? In Ordnung, aber es ist gefährlich. Also fast nichts an, damit du dich nicht verbrennst. Oh, ein Strohfeuer. In die Kohlen mit ihm. Ja, wenn sie als Matrosen nichts taugen. Hm, was ist das? Ich muss den Knopf drücken. Nur ein bisschen wird nicht wehtun. Oh Mist, es ist zu heiß, um ihn anzufassen. Oh, das tut mir jetzt aber leid. So werden die Maschinen geregelt. Ich wette, das könnte sogar ich. Jetzt kommt... Lass das, Justin. Mach's kaputt und wir kommen wirklich noch ins Fass. Meinst du so? Die Crew möchte auch nicht, dass ich was anfasse. Aber ich möchte, dass du was anfasst. Da kriegen wir vielleicht mal gescheite Helden in die Gruppe rein. Hui, man muss den Maschinenraum ständig überwachen. Diese Arbeit macht einen fertig. Und hier drin ist es so heiß. Ich bin froh, dass ich nicht hier unten arbeiten soll. Aber ich arbeite umgeben von der neuesten Technologie, sodass ich gar nicht müde werde. Genauso wie die, die für Essen dann wieder arbeiten gehen wollen. Das ist denn immer eine tolle Motivation. Wobei, wenn ich mehr Sport machen würde, könnte ich noch mehr essen. Dann würde ich nicht ganz so schnell fett werden. Also, oder zumindest so beizubehalten versuchen. Siehst du diesen völlig unbedarften Seemann da drüben? Das ist nämlich mein lieber Sohn. Von allen Seeleuten auf diesem Schiff ist mein Sohn der zartbeseiteste und schüchternste. Ich muss ihn behüten. Dann setz dich auf seinen Kopf und mach kokok, kokok, kokok. Kann ich die Flaschen hier mitnehmen? Das sind bestimmt Kaffeeflaschen. Oh, dann müsst ihr das sein, die deutsche ist jung. Ja, so muss es wohl sein. Verstehe. Also, als Seeleute müsst ihr ja die Regeln der See kennen. Kennt ihr zwei sie denn? Ach Gott, was hat nochmal der Seemann von Xenogears gesagt? Die mächtigen Männer der See! Oder irgendwie sowas. Seid kein blinder Passagier, oder? Lernt schwimmen? Das ist nicht lustig, aber es ist keine Regel der See. Das stimmt zwar für den Seemann, aber selbst ein Nichtschwimmer kann den Dampfer nehmen. Das ist wohl wahr, oder bist du der Sohn? Ihr habt also als Schiffsjung angeheuert. Dann macht euch was auf was gefasst. Der Kapitän ist streng. Wisst ihr, er hat sogar gemeint, ich müsse allein sein. Ohne meine Mama. Könnt ihr das fassen? Ich finde, er hat recht. Was für ein Mutter. Ich bin auch ein Muttersöhnchen. Ich sollte mich nicht lustig über ihn machen. Weil dann würde ich mich lustig über mich machen. Ich liebe meine Mama. Oh, der Zipfelmützenmann. Ein Geschenk, um meiner Tochter eine Freude zu machen. Schwierig. Da muss mir was einfallen. Dann haben Sie also eine Tochter? Dann lasse ich mir auch etwas einfallen. Oh, danke für die Hilfe. Ich weiß einfach nicht, was einem Mädchen gefallen könnte, das früher ein Junge gewesen ist. Ein Südkoreaner. Oder auch nicht. Hey, Bootsjunge, wie geht's? Wie steht's? Hör zu, wenn du ein gewitzter Seemann werden willst, dann lerne von mir. Ich würde ja eigentlich lieber ein gewitzter Abenteurer werden. Ah, das eine gehört zum anderen irgendwie dazu. Seemänner sind die Abenteurer auf dem großen und weiten Meer. Es hieß, ihr Knirpse, wird blinde Passagiere ganz schön frech. Es ist alles Justins Schuld, er wollte mich zurücklassen. Na, trotzdem hättest du nicht als blinder Passagier an Bord müssen. So, du bist mir über. Über? Eine überdurchschnittliche Bürofrau. Wo können wir sie entsorgen? Im Müllschlucker. Achso, es ist die Kabine der zweiten Klasse. Wow, jetzt habe ich schon 1907 gezählt. Hätte ich nicht tun sollen. Wusste nicht, dass es so viele sind. Wow, das ist nicht gut. Ich finde, das sind viel zu viele. Auf der Seemöwe wäre so etwas undenkbar. Hör mal, Justin. Meinst du nicht, dass er vielleicht manche Ratten doppelt zählt? Ratten. Ah, Kaido Kid oder wie das Ding hieß. Da, das war ein schöner Urlaub. Parm ist eine schöne Stadt. Sagen Sie, fahren Sie nach Hause nach Neuparm? Ja, meine Arbeit in der Galal-Armee wartet in Neuparm auf mich. Oh, das ist einer von der Armee. Was macht der denn da, verdammt nochmal? Der hält dort die Lanzen für die anderen, oder was? Die neue Welt hat mich in ihren Bann geschlagen. Schon 10-mal da gewesen. Ich weiß, was Sie meinen. Ich habe mir schon so lange gewünscht, in die neue Welt zu gehen. Manchmal ist es ein bisschen lästig, dass Justin oder Sui wirklich jedes Mal ihren eigenen Senf dazugeben müssen.
Das macht die Sache ein bisschen länger, als sie sein müsste. Herr Yuko, ich habe gehört, du wirst auf diesem Schiff arbeiten. Schiffsarbeit ist Knochenarbeit. Wir werden oft angeschnauzt, aber keine Sorge, ich kümmere mich um dich. Das ist ein schwacher Trost. Weg, weg! Puffy, fress ihn! Fress ihn! Endlich bin ich so weit gekommen. Wie ich meinen Freund kenne, nimmt er sich fest, mich fest in den Arm, wenn er mich sieht, und lässt die andere dann los vorher. Sie sehen recht glücklich aus, mein Fräulein. Was Angenehmes passiert? Er konnte nicht zurück aus der neuen Welt, also fahre ich hin. Ein Mädchen, das liebt, kennt keine Furcht. Außer, wie heißt die nochmal aus Wedding Peach hier, die Teufelin? Ach, keine Ahnung. Arg, ich kriege Sodbrennen, wenn ich nur dran denke. Mein Apfelkuchen. Mein Fräulein, was haben Sie, dass Sie auf einmal so schreien? Ich will schreien! Selbstsüchtig hat er den Apfelkuchen aufgegessen, den ich mit solcher Mühe gebacken hatte. Wer? Der hier. Hey Junge, glaubst du etwa an das Ende der Welt? Jetzt, wo du es sagst, ich habe schon mal davon gehört im Fernsehen, kurz vor Jahr 2000. Hey, klingt ja interessant. Lass mich raus. Lass mich vorbei! Lauter alte Leute hier, der Rentnerclub. Oh je, seit wann bist du denn ein Seemann? Ist dir das Geld ausgegangen? Nee, Su haben sie als blinden Passagier erwischt. Da waren wir echt in der Klemme. Holla, Bikini? Blinder Passagier? Im Bikini. Blinde Bikini-Passagiere werden wahrscheinlich gernere gesehen. Ja, mich juckt's überall. Ich halte das nicht mehr aus. Dann geh doch zum Schiffsarzt. Ich sehe auch so, was hier los ist. Diese Kabine ist voller Ungeziefer. Gut, dass wir in einer anderen wohnen. Ach, wieso dreht sich mir der Kopf? Ich weiß, das ist die Liebe. Etwas drückt mir aufs Herz. Das ist der Herzschrittmacher. Mein Fräulein, sind Sie vielleicht seekrank? Oh, mir wird warm ums Herz. Was, etwas Warmes steigt in mir. Kotzen Sie mich nicht voll. Mach das sauber. Ich erinnere mich an Neu Parm, so berühmt für seine talentierten Tänzerinnen und schöne Kleider. Wow, Tänzerin, entzücken. Könnte ich Tänzerin werden? Puffy, was meinst du? Puff? Puff, puff! Was bist du für einer? Wow, Justin, du bist jetzt Seemann. Das ist ja echt toll. Erzähl mir, wie du das geschafft hast. Na, weil ich blinder Passagier war. Meine Schuld, ahem. Aha, so geht das also. Alles klar, nächstes Mal reise ich als blinder Passagier. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Wir haben einen Koffer. Und das, was wir zu Hause in den Koffer gepackt haben, ist jetzt auch noch da. Gibt's irgendwas, was wir verstauen sollten? Ich glaube, die Angriff plus 8, Angriff plus 10. Steinaxt, weg mit dir. Den sollte ich vielleicht noch behalten, oder? Den Kabinenschlüssel für die erste Kalasse. Ich weiß nicht, was weg müsste. Ich glaube, die Kräuter in den schönen Garten können weg. Spitzhacke, war das eine Axt oder war das... Nee, das war Knüppel oder sowas. Und das Hochschwert. Was noch anderes als Schwert, was weg muss? Ich glaube nicht. Gummistiefel können wir verticken. Ich glaube, das machen wir jetzt hier oben. Und mit dir habe ich, glaube ich, noch nicht gekommen. Sagen Sie, was machen Sie hier? Oh, Gesangsübung. Ich will in ein paar Sänger werden. Sängerin oder so. Ich bin Handelsreisender, mache Geschäfte, wo immer ich kann. Falls du was kaufen willst, nur zu. Berühr einen der Gegenstände. Sprich mit mir, wenn du etwas zu verkaufen hast. Ja, zu verkaufen. Ein schneeweißes Sonntagskleid. Die Handaxt wird mir gehören. Ich glaube, den Stock kann ich wegpacken, weil diese Spitzhacke ist ein besserer Stock. Genau das da. Haarband kann weg. Den Fersamen soll ich noch da lassen. Hätte ich sonst noch irgendwas? Oh, ich habe noch Kräuter. Weg mit dir, Kraut, Gummistiefel, auch weg. Und das müsste das gewesen sein. Gut, dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier Feines zum Einkaufen? Schöne neue... Ein Kieschwert. Okay. Die Frage ist, sollte ich oder sollte ich nicht? 500 Gold sind kein Pappenstiel. Aber ich glaube, ich werde... Oh, Handaxt habe ich hier. Schälmesser. Wozu brauche ich ein... Oh, minus 3 Bewegungen der Handaxt. Oh, das ist aber... Das ist aber fies. Und eine Mettkeule. Death-Met-Keule. Oh, nee, eine Met-Keule. Lecker. Gluck, 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 gluck. Ich werde einen Handpfeil kaufen und ihn handeln mit zu. Das... Ich hoffe, dass sie... Ich hoffe, dass es nicht... Ja. Also ich hoffe, dass das eine Waffe ist, die man immer wieder benutzen kann, weil sie braucht was Besseres. Okay. Ansonsten würde ich meine Waffen erstmal so lassen. Ansonsten...
Naja, Turnschuhe können wir auch noch kaufen. Das sind die mit 48 Bewegungen, genau. Und bessere Ausrüstung für Sue und... wozu? Ich versuche erstmal so lange weiterzumachen, ohne weitere Ausrüstung, wie es mir möglich ist, wo ich jetzt nicht andauernd Game Over gehe oder so. Weil man findet ja auch häufig was in Ruinen. Und ich hoffe, dass ich mich durch das Spiel da irgendwie damit durchwurschteln kann. Und nicht zwangsläufig immer was Besseres brauche oder sowas. Ich hoffe, ihr versteht mich soweit. Ach, das hatte ich, glaube ich, beim Nachspielen noch nicht durchgelesen. Für den Fall, dass ich das mal muss. Ich hatte es in der ersten Folge, wo ich auf dem Schiff war, habe ich mir das angeguckt. Als ich nachgespielt habe, habe ich mir das nicht angeguckt. So, wir haben einen Schlüssel für die erste Klasse. Dann schauen wir uns doch mal um in der ersten Klasse. Oh, wow. Die haben sogar Klos. Und das ist ein Amboss. Ein Amboss-Klo. Und das ist ein Goldschatzbad. Ich werde jetzt ein Goldschatzbad nehmen. Mein lieber Gatte ist nur etwas überreizt. Seit wir unseren geliebten Sohn verloren haben, ist er schwermütig. Unsere Reise nach Neuparm soll von seinem Herz Linderung verschaffen. Verzeih, dass ich dich mit meinem Kummer behellige. Oh weh, oh weh, oh weh. Ach Gott, ach Gott. Schnürf, schnürf. Herr, es besteht doch keine Beziehung zwischen der niedrigsten Existenz eines Pagen und eines Menschen wie mir. Was schwafelst du davon, Pilarino? Du bist noch am Leben! Meinen Sie mich? Pilarino. Pullarino, also bei dem Namen hätte ich mich auch vor den nächsten Puller-Alarm geschmissen. Das muss nicht sein. Jetzt habe ich vergessen. Drittens, Schiffsküchen-Jahreswettbewerb der Jules-Stiftung, erster Platz. Ist das Essen auf diesem Schiff gut genug, um den ersten Platz zu gewinnen? Ach, hätte ich doch nur genug Gold. Wir haben es noch nicht alles ausgegeben. Du hast genug Gold, würde ich mal behaupten. Oh, noch mehr. Boah, ein echtes Badezimmer, was die haben. Wahnsinn. Hallo Page, die Badewanne in dieser Kabine ist schmutzig. Sei bitte so gut und reinige sie. Jawohl, Gnäfrau, sofort. Oh, ich bin so froh. Ich käme um, wenn meine Kabine nicht makellos sauber wäre. Ich hab's ja auch gern sauber, aber man kann's auch übertreiben. Und willst du's nicht übertreiben, müssen wir Sue am Schmutz reiben. Also Sue, los. Tja, da muss ich wohl sauber machen. Hä? Was meint die bloß, schmutzig? Sieht doch sauber aus. Eigenartig. Vielleicht meint sie ja den winzigen Fleck da. Bloß diesen winzigen Fleck da? Tja, muss ich's wohl sauber machen. So, das war's. Belohnung! Danke, dass du die Badewanne gereinigt hast. Jetzt fühle ich mich viel besser. Gute Arbeit. Ich habe leider nur 25 G. Bitte nehme sie. 25 Gravitationskraft? Ist eine hübsche Kabine. Ich glaube, auf der Reise kann man's aushalten. Wow, wirklich unglaublich. Was diese Kabine wohl kosten mag. Na, für den Preis dieser Kabine können 10 Leute zweiter Klasse reisen. Oh, kann ich hier was klauen? Das Buch da hinten? Leider nicht. Schade, dass ich von der anderen Tusnella keine Belohnung bekommen habe. Naja, aber wer hätte gedacht, dass es hier Belohnung gibt? Lunicloud meinte auch, ich hätte eventuell noch irgendwie sehr, sehr, sehr viel noch andere Sachen in der Stadt machen können, bevor ich hier aufgebrochen bin, aber das weiß ich halt nicht. Sir, für mich das Übliche. Das wollte ich schon immer mal sagen. Justin, wen machst du nach? Du hast also zugehört, das ist die Pose, die Blink Wayne immer hat. Wer ist Blink Wayne? Oh, ein junger Schiffsjunge. Ich reise in viele Länder, um ihre Tänze zu erlernen. Tänze sind ein faszinierendes Thema. Es tanzen ja nicht nur Menschen. Selbst Krabben tanzen bei Vollmond, auch Vögel, Käfer und Fische tanzen. Ist das nicht unglaublich? Und die Joker tanzen auch unter blassem Mondlicht mit dem Teufel. Hehe, hör mal, der Präsident der Abenteurerliga in Neuparm soll verlobt sein. Ich bin so eifersüchtig, dass die den Präsidenten ganz für sich hat. Oh, ich bin so frustriert! Es muss eine heiße Romanze zwischen den beiden gegeben haben. Das ist mein Traum. Du bist erst 8 Jahre alt! Ich bin als größter Gourmet bekannt. Neues Restaurant, kein Weg zu weit. Berühmter Koch, kein Preis zu hoch. Aber in letzter Zeit bin ich solche Vergnügen leid geworden. Irgendwie fühle ich mich leer. Als ich hörte, dass es dort mir noch unbekannte Delikatessen gibt, machte ich mich auf den Weg in die neue Welt. Aber die neue Welt zu essen, hä? Sir, Sie müssen wirklich ein Gourmand sein. Quina, du hast dich echt gut gekleidet und das Sprechen geübt. Ich bin stolz auf dich. Hey du, das Mädchen mit der Schleife, wie heißt du? Hey, ich heiße Sue und das ist Puffy. Nett, dich kennenzulernen. Willst du für ihn arbeiten? Er zahlt schlecht. Puff, puff! Justin, wie wär's mit deinem Glücksspiel? Die Regeln sind einfach. Ich werfe eine Münze und du musst nur raten, Kopf oder Zahl. Aber du musst 100 G setzen.
Ja komm, wir sind verwegen an Abenteuer, wir setzen. Das hört sich interessant an. Okay, fertig. Werfe die Münzen los. Kopf oder Zahl? Zahl. Hihi, guck, es ist Kopf. Oh, ich habe verloren. Du brauchst viel mehr Übung, um mich zu schlagen. Ich nehme meine 100 Goldstücke. Oh, das ist aber schade. Könnte das die Strafe sein, weil du nicht sorgsam mit Geld umgehst? Um ein Glücksspiel zu gewinnen, musst du an dein Glück glauben und nicht gegen mich wetten. Ich spiele gegen das Herz der Karten. Ich frage mich, ob man dort immer verliert. Ich werde nicht weiter ausgeben. Sag mal, findest du den Mann da drüben nicht attraktiv? Er bleibt immer cool, aber er brennt vor Risikofreude. Ah, er ist toll. Das liegt nur daran, weil er Geld hat. Mein Geld. Sag mal, habt ihr schon gehört? Ein ganz großer Abenteurer wird während der Reise an Bord gehen. Ich kenne keine Details, nur dass es ein echter Veteran sein soll. Wie heißt, weiß jemand in der Crew etwas? Überhaupt nichts, aber ich würde gerne einen so großen Abenteurer von früher kennenlernen. Oh, höret, höret. Hat man mit der schon? Ich will den Traum meines verstorbenen Mannes verwirklichen, eine Ranch. Ich suche mein Glück in der neuen Welt. Messina, dieser Kontinent ist so voll von Industrie und Dunst und so weit. Dunst? Okay. Da kann ich mir keine Ranch vorstellen. Die neue Welt ist genau wie die richtige Umgebung für eine Ranch. Es war schon eine Sache, mein Heim aufzugeben. Sag mal, Schiffsjunge, habe ich zu viele Sommersprossen im Gesicht? Nein, überhaupt nicht. Lügner, mit solch fadenscheinigen Lügen geht es mir auch nicht besser. Gib Acht, Justin, das Herz eines jungen Mädchens ist empfindsam und zerbrechlich wie Glas. Da kann man nur verlieren, es ist eine Frau, F-R-A-U. Und Au, es hört mit Au auf und fängt mit Au an, dieses Frau. Sag mal, kleine Matrose, wo kriege ich eine Fotoerlaubnis? Fotoerlaubnis? Keine Ahnung, was das ist, fragen Sie mal den Kapitän. Ich bin nämlich Fotograf, ich möchte ein Buch mit all meinen Fotos herausgeben. Das ist echt schön für dich. So, aber jetzt kann ich mich zumindest, oder mir zumindest, nicht vorwerfen lassen, dass ich einfach schnurstracks durch das Spiel eile, ohne zu tun, was getan werden muss. Aber vielleicht bin ich mal gespannt, ob wir das Minispiel von gestern erst nochmal machen dürfen oder jetzt was anderes kommt. Und nach allen Tagen, wo wir arbeiten müssen, wird unsere Performance dann bewertet. Hm? Hey, ist das nicht klasse? Du bist nicht ins Fass gekommen. Ich sah mich schon als Todeskandidat. Puff, puff! Die Meeresgeister sind nicht so gemein, um sich darüber zu ärgern. Daraus hoffen wir mal. So, mal sehen, was El Capitano sagt. Bin ich jetzt in die richtige Tür für El Capitano? Ja, Simba! Simba! Oh, es ist keiner da. Wir können Scheiße treiben. Okay, diesen Kompass hatten wir, glaube ich, schon mal. Aber wir haben noch nicht das Röhrchen hier geguckt. Guck dir das Rohr! Guck dir das Rohr! In die andere Richtung. Sieh nur, Su, die Aussicht von hier ist unglaublich. Und er nimmt nicht das Rohr dafür. Stimmt, es ist wunderbar. Gut, dass ich mich an Bord geschmuggelt habe. Puff, puff. Guck, Puffy meint das auch. Das lag daran, dass er dadurch nicht ertrunken ist. Was für ein dicker, fetter Bootsdings. Oh! Wenn der Dampfer so klein wäre, wäre es einfach, Decks zu schrubben. Das Deck zu schrubben wäre einfach, aber es würde niemand reinpassen. Einer vielleicht. Oder man bindet sich zwei von den Dingern unter die Füße und macht Wellenskating. Warum hat das noch niemand erfunden? Muss ich jetzt wieder bei dir arbeiten? Tja, sieht aus wie ein weiterer arbeitsreicher Tag. Seid ihr zwei bereit? Wir fangen jetzt an. Wisst ihr, wie es geht? Wir fangen an. Einfach stimmt gedrückt halten wir es. Und jetzt go, go, Tarzan. Mach es, wie die Matrosen das machen. Ging noch 15 Männer schrubben an der Kiste von dem toten Shit. Oh mein... Los, weiter. Ich bin jetzt hier nicht für Bestzeiten aufgelegt. Wir singen Shanties. Gott, wie... Das, was ich in der Schule immer singen musste, wie hieß das noch gleich? Komm jetzt nicht mehr drauf. Irgend so ein Seemannslied. Shanties halt. Wir hatten mal ein Shanty, Halbjahr. Halbjahr, Vierteljahr. Irgendwie sowas. Wir Shanties. Oh, besser als vom allerersten Mal. Unter 30. Komm jetzt nicht mehr drauf. Irgendwie Drunken, irgendwas. Drunken Master, ich habe keine Ahnung. Drunken, oh Gott. What shall we do with a drunken sailor? Jetzt habe ich es wieder, aber es ist vorbei. Es tut mir leid. So, Arbeit erledigt. In Ordnung, ich denke, ihr seid fertig geworden. Morgen wird's aber besser. Wenn wir das die ganze Zeit bis nach Neupaar machen. Oh so, das ist alles deine Schuld. Sag das nicht, das ist deine Schuld, Justin. Weil du mich zurücklassen wolltest. Okay, ich werde nochmal einen ganz kleinen Blick hier über die Reling werfen. Noch mit den letzten zwei
drei Personen sprechen. Hallo, Herr Justin. Hörte, Sie sind Schiffsjunge. Hoffe, Sie sind bald Matrose. Huh? Du wirst mein eigener eingeschworener Bruder sein. Wow! Ich nehme dich hart ran. Sei bereit! Ich bringe dir bei, jeden Kran auf der ganzen Welt zu reparieren. Oh mein Gott. Aber was soll's, dann können wir damit andere Leute Hoden abzwacken. Justin, wenn du ein ausgelernter Matrose bist, kannst du vielleicht wie ich Ausguckmann werden. Das macht mir mehr Spaß als Schrubben. Nun, es macht nicht gerade Spaß, aber man trägt mehr Verantwortung. Okay, ja gut. Ne? Der Eisberg war Verantwortung, die jemand nicht erfüllen konnte. Justin und Sue, ihr seid jetzt schiffsjung und müsst die Regeln der Seefahrt lernen. Richtig, Justin macht meist alles verkehrt, deshalb muss er jetzt gut aufpassen. Ich weiß, ich habe etwas falsch gemacht, aber ich will nicht mit dem Fass über Bord gehen, verdammt. Wenn ich zu viel vorgelesen habe, dann kann ich irgendwann nicht mehr vorlesen, so ist das. Was zum... Gut, die Linse ist super sauber, also kann das Licht weit leuchten. Sag mal, wofür ist die große Lampe? Weißt du das etwa nicht? Für Signale. Matrosen und Abenteurer benutzen Lampen für Signale. Der Gast wird bald an Bord sein und wir brauchen ein Signal für ein Boot. Ein Gast? Mitten auf dem Ozean? Natürlich, das ist kein Wunder. Unser Gast ist der größte Abenteurer von Neuparen. Ein Abenteurer? Es gibt nur wenige Wüsteninseln hier. Unser Gast ist dort auf der Suche nach einem alten Schatz. Wir fangen morgen früh mit den Vorbereitungen für den Gast an. Also verschlaft euch nicht. Oh. Cool! Der größte Abenteurer von Neuparen. Sei ihr Gast! Wer ist denn nur der Gast? Das... Dachte ich, finden wir heraus in der nächsten Folge von Let's Play Grandia. Wo sich vielleicht ein wenig Abwechslung in unseren tristen Schrubbealltag einzumischen gedenkt. Dachte ich mir so. Aber jetzt sind wir auf einer Insel auf der Grand Line irgendwo zwischen gelandet. Deswegen heißt es auch... Sie machen alle Fotos. Deswegen heißt es auch Grandia. Weil wir auf der Grandia Line sind. Naja. Hey Sue, was meinst du, wie wird dieser größte Abenteurer von Neuparen wohl sein? Ob das wohl ein Hühne ist, mit Zottelbart und vor Muskeln strotzend? Oh ja. Er hat sicher an die 5 Arme. Ach, die schläft noch halb. Ich frage mich, was in der Abenteurerliga wohl lernen werde. Fallen entschärfen? Tipps zur Monsterbekämpfung? Verflixt, ich kann nicht einschlafen. Ich hoffe aber, ich kann speichern. Wenn ich jetzt nicht einschlafen kann. Komm, leg dich nochmal hin. Nimm deine Schlaftropfen. Und wach am nächsten Morgen nicht auf. Steen, hey Justin, aufstehen oder wirst du runtergeputzt, hey Justin! Nur noch ein bisschen. Jetzt komm mir nicht so, die haben doch gesagt, man soll früh aufstehen, weil der Abenteurer kommt. Was machst du denn nur noch so, beweg dich, sonst gehe ich allein! Ey, ich habe auf dich gewartet. Oh scheiße, der Speicherpunkt ist weg. Ich guck mal, ob der Speicherpunkt auf der nächsten Ebene ist. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns. Oh, ein Speicherpunkt, glaube ich. Ja, so vielleicht. Der Kerl da, was macht der denn? Sowas Dummes, sieht idiotisch aus. Er macht Matrase. Marate, meine ich. Matrosenkarate. Ey du, was machst du da? High Fives geben? Oh, das weißt du, das ist der Gruß cooler Seeleute und Abenteurer. Den muss man lernen, damit man dann wie ein ausgewachsener Mann wird. Was du nicht sagst, den muss ich auch beherrschen. Hoffentlich kein Minispiel. Das ist eine schöne Excuse, um irgendjemanden irgendwo zu grapschen. Nein, so mit der Hand nach oben. So meinst du, cool. Oh Mann, jetzt siehst du aus wie ein Idiot. Komm, mach du auch mit, dann sind wir das Idiotentrio. Ja, hey, du machst es verdammt gut. Jetzt kommt der Rübser, den ich eben gebraucht hätte, ist klar. Wenn du diesen 5 Hochgruß drauf hast, dann weiß jeder, dass du ein ausgewachsener Abenteurer bist. Das ist nämlich der wichtigste Gruß unter Abenteurern und Seeleuten, weißt du? Aus euch wird noch mal was, aber ganz habt ihr das noch nicht drauf. Übt, solange ihr noch Zeit habt. Okay, ich kann an ihm nicht speichern. Okay. Spiel das halt nochmal nach, dann sehen wir uns in der nächsten Folge genau hier wieder. Bis dann, ciao.